Wir sind's wieder von Apple Else Tutorials. Heute will ich euch ein außergewöhnliches Programm zeigen. Das nennt sich iSerial Reader. Ich zeige euch mal. iSerial Reader. Hier. iSerial Reader schaut aus wie iTunes, aber funktioniert nicht so. Ihr habt zum Beispiel eine Demo-Version einer Software heruntergeladen, aber ihr müsst ein Serial, so zum Beispiel Aktivierungscode, hineingeben. Ich habe zum Beispiel Microsoft Office heruntergeladen, aber ich brauchte noch den Aktivierungsschlüssel. Ich schreibe hier mal Office. Hier auf Microsoft Office. Hier gibt es Links, wo ich Microsoft Office herunterladen kann. Und hier die Serials. Ihr seht, es gibt Menge Serials. Ich gehe auf 2008, Service Pack 2. Und es ist Menge Serials. Ich tippe zum Beispiel auf ein Serial. Und das ist kopiert. Und wenn ich recht habe, gibt es auch für die Software. Zum Beispiel Windows. Hier gibt es Windows 7 Serial oder Windows XP. Das ist schon gut. Gut. Das war's von Apple Else Tutorials. Wir sehen uns dann. Tschüss.